Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 mit meinem Team hier bei Heisenberg. Zockt. So, Heisi haben wir gerettet, der bleibt nochmal 5 Jahre. Gegen Freiburg ein ganz mageres 0:0. Und was wir jetzt machen, ihr ahnt es, genau, jetzt wollen wir Ossi noch retten. Oh, jetzt sind wir bei Schottland, ist es denn wahr? Wir würden gerne... Ich würde sagen, Schottland... Ja, das können wir nachher besprechen. Erst möchte ich jetzt das Wichtige machen. Nämlich in der Teamzentrale Kollege Ossi einen neuen Vertrag anbieten, wenn er denn möchte. Und... Oh, steht immer noch nicht zur Verfügung. Der ist irgendwie ein bisschen eingeschnappt. Okay, ja, da müssen wir warten. Da können wir nichts machen. Post haben wir aber noch. Gehen wir schnell gucken. Sind zum Stillstand gekommen. Ja, das ist klar, weil wir haben ja da einen neuen Vertrag angeboten, dem Kari. Den hat er angenommen. Da war keine Freigabesumme mehr drin. Und deswegen konnten die gar nicht verhandeln. Sehr gut. Haben wir... geschickt gemacht. Gut, wir gehen zum Teammanagement, zur Zentrale und dann gehen wir hier mal weiter. Ja, jetzt würde ich aber sagen, jede Stunde, die wir hier vorwärts gehen, gehen wir nochmal schnell gucken. Wie sieht das denn aus bei Kollege Ossi? Also machen wir mal. Nicht, dass ich hier irgendwann lese, dass Ossi da irgendwas macht. Bitte nicht. Ja, aha. Wer ist das denn? Das ist aber nicht Ossi. Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht. Hä? Nein. Nee, ist er nicht. Der kann jetzt noch nicht. Albert Meyer, muss der so aussehen? Puh. Heieiei, jetzt habe ich mich echt erschrocken. Heieiei, gut. Also weiter. Das ist eigentlich irrelevant. Beziehungsweise wir haben Post. Jawohl, gut. Leihbasis. Das ist okay. Es ist ein bisschen mühsam, jetzt natürlich jedes Mal irgendwie wieder rüber zu gehen. Gäbe es irgendwie eine schnellere Möglichkeit, dass wir zu Ossi kommen? Nee, möchte immer noch nicht. Ich hoffe, dass... Ja, je mehr ich frage, desto eher sagt er nein. Das ist natürlich auch okay. Wir machen mal ein, zwei Stunden. Würde ich vorschlagen. Vielleicht geht ja sonst noch jemand von uns oder kriegt ein Angebot. Nee, Birindelli, nee, nee, nee. Wobei, da schauen wir uns mal schnell den Tauschspieler an, würde ich sagen. Birindelli. Alter 27, Stärke 88. Und er hier 25, 86 und ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Ja, könnte man natürlich gebrauchen. Definitiv. Mit Wert 75 Millionen. Ist ordentlich. Das wäre ein stärkerer Spieler als den, den wir im Mittelfeld haben, natürlich. Mit Ederson. Das wäre kein schlechter Tausch, aber ich möchte Birindelli halt behalten. Der ist dermaßen stark mit seinen 88. Das lehnen wir ab. Da gucken wir lieber, dass wir dann fürs Mittelfeld irgendwie, sobald wir wieder ein bisschen Geld haben, dass wir da nochmal nachlegen können. Finanziell. Also eben finanziell und nicht mit Tauschen. Also. Lehnen wir ab. Wollen wir nicht, machen wir nicht. Gehen wir zurück und gehen eine Stunde weiter. Einfach nicht, dass hier irgendwann Ossi steht. Das kann ich gleich mal gar nicht gebrauchen. Gut, keine Post, wir gehen weiter. Da sehen wir die ganzen Gerüchte und so weiter. Ederson für 40 Millionen. Das Problem ist, wir haben dann einfach diese 40 Millionen, da können wir wieder einkaufen, der ähnlich stark ist. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen, wenn wir Ederson verkaufen, müssen wir zusätzlich Geld haben, damit wir dann einen besseren kaufen können. Ich würde das ablehnen, tatsächlich. Ich möchte ihn auch nicht verkaufen. Wir brauchen einen Spieler im Mittelfeld, es hilft nichts. Ablehnen, Gladbach wäre das gewesen, okay. Soll ich mal gucken gehen? Nein, eine Stunde machen wir noch. Ossi wechselt zu Ägypten. Nein, bitte nicht. Haben wir Post? Nein. Dann gehen wir zur Mannschaft. Teamzentrale. Und? Wie sieht's aus, Herr Ossi? Würden Sie? Er möchte immer noch nicht. Sag mal, wie kann man denn so eingeschnappt sein? Ist es denn wahr? Okay, nochmal eine Stunde weiter. Kai Weber. Haben wir dort? Utrecht. Aha. Matteo Conti ausleihen. Das können wir machen. Delegieren. Nicht kaufen. 2 Jahre. Mal gucken, ob sie es machen. Und dann haben wir ja den Kai Weber. Für 16,9 Millionen. Lasst uns mal schnell gucken. Ach, das ist unser Ersatztorwart, der 19-Jährige. 12,5 Millionen. 19,5 könnten wir kriegen. Ja, das Problem ist, in 3-4 Stunden ist das Ganze durch mit tatsächlich mit der Transfergeschichte. Dann ist der Transferschluss. Das heißt, wir können nicht mehr groß reagieren. Nee, das will ich auch nicht machen. Nee, wir brauchen unseren Ersatztorwart. Der ist jung, der wird sowieso noch wertvoller. Machen wir gar keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen tatsächlich wegen Ossi.
Der müsste irgendwann mal sagen, ja, kommt Käffchen. Und dann wieder schauen. Keine Post, wir machen nochmal eine Stunde, gehen dann wieder gucken. Und da haben wir wieder was. Konnte die 2 Jahre angenommen, sehr gut. Ne, müssen wir da noch was machen. Annehmen. Jawohl, viel Spaß bei deinem neuen Verein, zumindest für die 2 Jahre, die du jetzt dort bist. Okay, ja, und das kommt. Wir gehen hier wieder rein. Und Herr Ossi, wird's? Es ist ja. Okay, dann halt nicht, leider. Gut, eine Stunde weiter. 2 Jahre haben wir noch. Schlotterbeck, Sevilla ein Angebot. Nee, Schlotti bleibt. Jakob Schmid, 3,2 Millionen. 72 Stärke, das können wir machen. 3,35, das nehmen wir einfach an. So, dann haben wir wieder 3 Millionen oder ein bisschen weniger. Und für Schlotterbeck 112 Millionen. Okay, nee, aber machen wir trotzdem nicht. Freigabesumme 170 Millionen haben wir hier drin. Marktwert 36. Das ist natürlich schon ein fettes Angebot. Wir hatten aber schon eins, tatsächlich da unten sehen wir es, 113 Millionen. Nee, wir brauchen den Mann. Stärke 88, Alter 26. Ablehnen. So, weil wir können nicht mehr reagieren. Jetzt ist es dann gleich durch hier. Wir sehen es gleich. Eine Stunde haben wir noch und dann ist der Transfermarkt geschlossen. Das heißt, wir hätten dann keinen Innenverteidiger mehr. So, jetzt ist aber irgendwie dann hoffentlich... Ich gehe mal nochmal gucken. Mannschaft, Teamzentral. Komm, Ossi. Du bist, wir sind doch fast schon Kollegen. Jetzt sind wir doch bei den Schotten, ist es wahr? Lass mich hier mal schnell den machen. Die Schotten interessieren mich tatsächlich gerade eher wenig. Teamzentrale. Ja, okay, können wir immer noch nichts machen. Ja, dann ist es, wie es ist. Aber wir haben nochmal Firma Post. Okay, die Jugendspieler. Ist ja irgendeiner auffällig stark? Ja, der Herr Schröder zum Beispiel. Oh, mit 16. Okay, da gehen wir schnell zum Entwicklungsplan. Flügelspielmacher, Ende in 3 Wochen. Ja, bleiben wir mal bei. Okay, der ist tatsächlich stark. Der Rest. Hier haben wir nochmal einen 65er. Mit 15 sogar schon. Uiuiui. Machen wir Flügelspieler. Und der Rest. Okay, den lassen wir mal. Zack, einmal den hier. Letzte Frist abgelaufen. Mhm. 1,4 Milliarden Ausgaben insgesamt. Matteo zum Stillstand gekommen. Das ist schlecht. Wechsel Jakob Schmid auch zum Stillstand gekommen. Gut, da können wir keinen Aus... Wie soll ich sagen? Wir haben da keinen Einfluss drauf. Geht nicht. Soll ich nochmal? Ich frage mal nochmal. Den Herrn Ossi. Ist zwar kaum Zeit vergangen, aber irgendwie... Er hat mich auch gewundert. Gut, dann gehen wir... Nein, 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 nein. Nicht beenden. Nein, nein. Auch nicht Trainer bearbeiten. Mach mal hier den hier, Zentrale. Ein Training, ja, das können wir wieder mal machen. BBA, das klingt gut. Weiter. Gehen wir wieder weiter. Da haben wir EM-Qualifikation. Dann ist die EM. Okay, aber das dauert noch ein Momentchen. Die EM wäre hier 2028. Wir haben ja gerade die WM hinter uns mit Schottland. Ich würde, glaube ich... Ist das Portugal? Das müsste Portugal sein. Ich würde sowas wie ein Abschiedsspiel gerne machen hier mit denen. Wir werden dieses Spiel machen und danach werden wir zurücktreten als Trainer der Schotten. Weil irgendwie ist es mir zu mühsam, muss ich gestehen. Ich möchte mich auf den FC Heisenberg konzentrieren. Die Schweiz ist nicht dabei, also das ist ja echt unglaublich. Aber wir kriegen vielleicht mal Deutschland oder Österreich noch als Angebot. Das fände ich dann interessanter. Wir gehen mal rein. Jetzt muss ich mich wieder umbesinnen. Ja, wir gehen gleich rein, ist bewölkt. Unbesinnen dahingehend, das ist natürlich jetzt nicht Heisi, das ist nicht Schlotti. Und das sind wieder die Schotten, die teilweise ein bisschen schwächer sind. Das war hier gegen die Portugiesen wahrscheinlich. Ja, wir können was ausrichten, aber wir werden wahrscheinlich doch eher Probleme haben, denke ich. Da kommen sie. Das müssen die Portugiesen sein. Ja, hochkonzentriert, ist immerhin eh im Quali, ganz klar. Und auch die Portugiesen wissen... Die Schotten können auch Fußball spielen. Das ist ganz logisch. So, bewölktes Wetter, schönes Stadion. Gut gefühlt, sehr gut. Ja, schöne Affiche soweit, Schottland, Portugal. Mal gucken, ob wir was ausrichten können. Ich werde jetzt aber selbst, wenn wir jetzt hier 4-0 gewinnen, was wir nicht tun werden. Ich werde nachher aus der schottischen Nationalmannschaft als Trainer zurücktreten. Oder morgen, in der morgigen Folge. Dann, wenn wir es können, sagen wir es so. Also, das ist im Prinzip das Abschiedsspiel.
Schön wäre, wenn wir hier natürlich noch was hinkriegen. Im Abschiedsspiel, wir spielen in den blauen Trikots von links nach rechts und gehen hier gleich mal mit Tempo ein bisschen los. Ja, macht er stark hier. Allerdings, man sieht es in der Mitte, ist wieder herzlich wenig Bewegung. Ja, gut gemacht von Adams. Oh, okay, immerhin erste Torchance oder sowas ähnliches wie eine Torchance. Denkt sich Heisi wahrscheinlich auch gerade. Die Schotten Kopfball stark. Ja, immerhin. Das war so schlecht nicht. Jetzt müssen wir einfach gucken, die dürfen nicht ins Spielen kommen, sonst werden wir Probleme haben. Ja, das wäre fast schon faul gewesen. Ja, gut abgelaufen von Robertson. Na, zu früh gedrückt. War der nicht draußen, der Ball? Nee, war er offensichtlich nicht. Ja, stark. Gut, bis jetzt gefällt mir, was ich sehe. Das hat Hand und Fuß. Auch gut gespielt. Auch gleich nochmal gut gespielt. Lauf mal. Ja, war gut gemacht. Boah, und dann hier schottische Härte bei den Portugiesen. Könnte sogar einen Karton geben. Nee, gibt's nicht. Machen wir mal die Variante. Oh, nicht zu dem. Oh, da will er gleich nachhechten sozusagen. Jetzt hier. Vorsichtig, der ist wahrscheinlich schnell, der gute Mann. Wird aber gestellt vom Schotten. Oh, da wird uns der Ball Oh, nö, das ist natürlich ein doofes Tor. Oh, wir hatten die Kugel. Wenn der ein bisschen schneller spielen würde, das kannst du halt gegen die Portugiesen nicht machen. Die sind da zu schnell. Oh, was für ein dämliches Tor, sorry. Guck mal. Der hat den Ball, stoppt ihn und ja, lässt sich den Ball wieder abluchsen, sagt man auf Schweizerdeutsch. Das war gar nichts. Und gut gemacht vom Portugiesen, da kann der schottische Torwart nicht viel machen. Da ist der Portugiese einfach zu nah auf ihm drauf. Ja, schlecht. Schlechter Anfang. Obwohl wir eigentlich gut angefangen haben. Da kann ich halt wieder nichts machen. Aber da kann ich was machen, genau, mit einer schönen Drehung. Das können die Schotten dann doch auch. Ja, dazu sage ich nichts mehr. Das passiert immer. Irgendwie, das funktioniert einfach nicht mit diesen Flanken. Es ist ein Kreuz. Oh, gut gerutscht. Wäre ich eigentlich fast rangekommen. Ja, da hat er sich verdattelt, der Portugiese. Sehr schön. Dann sehen wir, die können sich auch mal verdatteln. Ja, starker Ball. Aber da passen sie halt wieder auf, tatsächlich. Müssen wir da mal hinten rum. Da mal kurz wechseln. Lauf. Oh, und dann nicht den Ball hier verlieren. Das ist natürlich tödlich. Ja, da musste ich tatsächlich zumachen. Ich musste verhindern, dass der den Ball rüberlegt. Und dann kommt natürlich frei zum Schuss. Gute Chance nochmal für die Portugiesen. Kommt, liebe Schotten, wir spielen zu Hause. Gut gemacht. Oh, nicht wieder den Ball zurückgeben. Jedes Mal das Gleiche. Ey, wir haben die Kugel und legen sie den Portugiesen wieder vor die Füße. Was ist denn los, Jungs? Zum Glück ist da der Ball ein bisschen gehüpft. Deswegen trifft er den nicht richtig. Schönes Bild. Vor allem, weil der Ball drüber geht. So, zeigt auch mal nochmal was. Jawohl, stark. Oh, gut gemacht. Auch stark gemacht. Ja, da komme ich halt mit dem Dribbling nicht durch. Da passen sie wieder auf. Aber stark vom Verteidiger. Ich kenne halt die Namen nicht. Ich kann dann immer nur sagen, stark vom Verteidiger. Oh, gut. Wir können es ja. Guck mal. 1:1. Schönes Tor. Schön rausgespielt, behaupte ich mal. Und da freut sich der Schotte dermaßen, der rennt gleich mal zurück nach Schottland. Ne, wir sind ja in Schottland. Schön rausgespielt, hier rübergelegt und ja, direkt abgeschlossen. Nicht nochmal den Ball stoppen, nein, das wäre hier fatal gewesen, die Zeit hast du nicht. Und da haben wir das gleiche wie beim Gegentor. Das ist aber zu nah beim Torhüter, den kann er nicht halten. Da müsste der Schotte dem direkt den Ball ins Gesicht zimmern und das hat er zum Glück nicht gemacht. Gut, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jawohl, geht drauf, aggressiv.
Da außen aufpassen. Wenn der nach außen spielen will. Ja, genau das. Komme ich nicht ran. Muss ich mit dem anderen? Jawohl, aber mit dem anderen geht's. Stark. Lauf. Jawohl, du bist schneller als der Gegenspieler. Wenn ich jetzt in die Mitte spiele, da müsste doch der Kollege mit dem Kopf. Oh, das macht er auch. Kommt er aber nicht ganz ran. Oh, das war eine gute Chance. Eigentlich geklappt hat es, dass immerhin der Richtige an den Ball kam. Das war gröber, aber wir sind Schotten. Wir dürfen das, hoffe ich. Zumindest sagt keiner was. Ja, gut gespielt. Lauf mal durch. Gut gemacht. Oh, zu nah trauen. Schade, war eine gute Chance. Da haben wir die Pause. Ja, mir gefällt, was ich sehe. Also das ist sicher eines der besseren Spiele mit den Schotten bis jetzt. Wir haben ja an der WM. Ja, ich glaube, ein Spiel haben wir gewonnen. Das letzte gegen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber bis jetzt okay. So, die spielen für uns. Die wissen, nachher ist der Trainer weg. Der konzentriert sich auf seinen Verein. Und da setzen wir uns jetzt aber nochmal ein. Für den Herrn Heisenberg. Wir müssen die Torchancen halt ausnutzen, wenn wir schon welche haben. Jetzt wollen aber erstmal die Portugiesen hier nochmal was machen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich immer meine Leute anwählen könnte. Oh, das haben sie gut gemacht. Ja, ganz stark gemacht. Einfach in die Tiefe gespielt, da habe ich keine Chance gehabt. Das kannst du dann nicht mehr verteidigen. Da müssen wir früher an den Ball kommen. Ja gut, aus der Drehung, also ein ähnliches Tor, wie wir es hatten, tatsächlich. Ja, schlecht, jetzt ist wieder 2-1. Na ja, gut. Dann fühlen wir uns herausgefordert. Jawohl, herrlich gemacht. Nein, ich wollte nach... Oh, wo wollte ich wohl hin? Wo wollte ich wohl hinspielen? Zum anderen in der Mitte. Warum... manchmal ist... ja. So. Ich bin fast sicher, dass ich auch dahin gesteuert habe. Aber halt nur fast sicher, weil das Spiel hat ja aus irgendeinem Grund das nicht gemacht. Aber passt auf, nicht, dass es jetzt hier nochmal irgendwie kachelt. Oh, gut gemacht. Absatztrick. Oh, der ist auch ganz frei. Ui, aber trifft zum Glück dann das Tor nicht. Aber jetzt drehen sie auf, hier die Portugiesen. Heise erklärt da noch ein paar Sachen. Den Kollegen Ersatzspieler. Ja, auch gut gemacht. Also Einzelspieler haben wir tatsächlich eigentlich relativ gute. Ja, nochmal, komm. Oh, nicht eben in die Füße. War wahrscheinlich relativ deutlich zu sehen, was ich möchte. Oh, komme ich mit zwei Leuten nicht ran? Oh. Ja, herrlicher Pass wieder in die Tiefe. Heieiei. Okay, wir wechseln mal. Bringen hier einen fitten Jungen. Also vermeintlich Jungen, ich weiß es ja nicht. Hamburg. Jawohl. Ah, da werden wir umgehauen. Foul. Nee, war es natürlich nicht. Oh, komme ich wieder nicht ran. Aber wir konnten immerhin... Nö, was denn? Hä? Was war das denn jetzt? Aber nicht irgendwie... Nee, das ist ein Freistoß. Wir wechseln nochmal. An der Strafraumgrenze. Nicht ungefährlich. Die Portugiesen haben damit sicher den einen oder anderen, der das kann. Mhm. So viel zum Thema. Da kannst du aber wirklich einfach gar nichts machen. Wir wechseln nochmal. Ei, ei. Na, sehen wir es nochmal. Ja, schön gemacht. Also viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist ein schöner Freistoß. Da segelt unser Torwart durchs Tor durch. Ja, vergeblich. Da ist einfach nichts zu machen. Ja, jetzt wird es doch noch irgendwie ein bisschen... Ja, bitter nicht, aber... Jetzt sind wir dann doch eigentlich relativ... Oh, was ist das hier für ein Pass gewesen, Kollege? Wir sind doch weit weg jetzt hier nochmal von einem Unentschieden, denke ich. Da war noch ein Fuß. Der war gut gespielt, mit Ruhe und Verstand. Der Kollege hier hat wieder Tempo, das macht er stark. Jawohl, gut gemacht. Oh, da muss man doch irgendwie durchkommen. Denkste, kommen wir nicht.
sie stehen aber halt auch extrem frei teilweise. Also unsere Abwehr, alles was zur Abwehr gehört, da gehört das Mittelfeld auch dazu, überzeugt mich dann doch nicht. Oh, in den Rücken gespielt, aber da hat der Schotte aufgepasst. Jawohl, nochmal so und dann in die Tiefe. Sehr gut. Jawohl, herrlich gemacht. Lauf mal, Adams. Ui, fast. Das wäre eine Distanz gewesen für Ossi oder Heisi. Da hätte es wahrscheinlich geklingelt. Oh, ins Leere gerutscht. Fröhlich. Kommt, Jungs. Wir müssen den Ball haben. Wir wollen hier nochmal was machen. Wenn wir jetzt noch ein Tor schießen, dann sieht es nämlich schon wieder besser aus. Oh, aber das ist dann erstmal die andere Richtung. Gut abgegrätscht. Aber wo landet der Ball? Natürlich wieder bei ihm. Oh, da klingelt es. Ja, keine Chance. Wenn du halt so einen blöden Prellball hast, das gibt's doch nicht. Da fliegt der Ball halt tatsächlich wieder zum Schotten, sage ich schon. Zum Portugiesen. Ja, sagen wir mal so, wir sehen ganz klar die Stärkeverhältnisse. Also wir haben eigentlich wirklich fast keine Chance. Ich denke, das eine Tor, das wir geschossen haben, immerhin. Sehr gut, lauf mal. Oh, der geht weg. Was war das? Habt ihr das gesehen? Der geht weg vom Ball, der Spieler. Nicht doch vom Ball weglaufen. Keine Angst haben, ist nur ein Ball. Oh, das war auch nichts. Glück gehabt. Oh, dann den wieder in die Füße. Ich hab's noch gesehen. Los, einer drauf. Ich komm nicht. Oh, ich kann wieder nicht mehr anwählen. Ah je, yeah. Okay, das hätte bereits wieder das nächste Tor sein können. Kommt Ehrenrettung. Nicht jetzt nochmal ein Tor kriegen, sondern... Oh, da laufe ich halt schon wieder dran vorbei. Was war das denn für ein Tor? Sag mal, im Ernst jetzt. Ich bin doch dran. Naja, okay. Also Abschiedsspiel der Schotten. Schwierig. Hä? Einmal so. Ja, ich bin halt nicht dran. Okay, und der dreht sich halt dermaßen geschickt. Ball. Guck mal, wie er das macht. Ja gut, das ist eher... ja, Videospiel. Also so drehen, würde ich mal sagen, ist eher schwierig. Ja, da ist das Ding durch. Gut, das war's mit unserer Karriere als schottischer Nationaltrainer. Ich würde mal sagen, sehr durchwachsen das Ganze. Die Zuschauer sowieso unzufrieden. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um das Ganze zu beenden. Jetzt müsste ich nur mal auf... Oder ich müsste mal rausfinden, wie ich das mache. Aber das werde ich, glaube ich, rausfinden. Wir gehen mal weiter. Norwegen, Frankreich. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder beim Heisi FC. Ne, wir sind noch bei den Schotten. Wir hätten nochmal ein Spiel. Okay, wie komme ich hier raus? Büro? Meine Karriere? Ne, das ist wieder irgendwie was anderes. Andere Ligen. Transfer ist eigentlich uninteressant gerade. Mannschaft. Nationalteamberufung. Kann ich nichts machen. Ja, irgendwie kommen wir raus, hoffe ich. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, was wir sonst machen können, wir können die Spiele einfach simulieren bis zur EM. Das würde natürlich auch gehen und gucken, wenn wir uns qualifizieren. Ja, dann werden wir entsprechend nochmal ein, zwei Spiele machen. Ja, das ist auch eine Idee. Okay, machen wir es so. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Oh ne, wisst ihr was? Ja, nichts hoffe hat. Moment, wir gehen mal nicht zu den Schotten. Sondern hier nochmal rüber zum wichtigen Verein, weil ganz logisch. Nein, nicht Transferzentrale. Machen wir Mannschaft. Ich möchte nochmal schnell wegen Ossi gucken. Das war jetzt ja doch ein Spiel, das wir gespielt haben. Oh, puh. Okay, dann machen wir hier noch eine kleine Verlängerung, Leute. Ganz klar. Und das werden wir jetzt nicht verdatteln. Definitiv nicht. Ossi bleibt, egal was er will, er kriegt's. Das muss er ja nicht wissen, aber das ist tatsächlich so. So. Teamrolle. Logisch. Schlüssel. Logischerweise. Ja, ist einverstanden. Vertragslaufzeit. Der Mann ist 27. Ich würde dem sogar 4 Jahre geben. Wir machen jetzt mal die 3. Freigabesumme lassen wir. 135.000 die Woche. 1,52. Das machen wir alles. Wie gesagt, wir akzeptieren das alles. Wir brauchen Aussie. Der kann hier verlangen, was er will. Das ist einer der wenigen Spieler, der das kann, und er hat es gemacht und er bleibt bei uns. Okay, dann haben wir das auch in trockenen Tüchern, da bin ich wirklich froh. Okay, dann sage ich jetzt mit Überzeugung, hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht, weil wir haben Heisi und Ossi gebunden, die bleiben bei uns, da haben wir keine Probleme mehr. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!